Hallo, Robert von der Yachtschule Eichler. Es geht um ein leidiges Thema, das immer wieder für große Schwierigkeiten sorgt, nämlich das Thema Toilette. Was für eine Seetoilette benutze ich? Die Standard-Seetoiletten sehen so aus, dass man eine Schüssel hat. Aus der Schüssel wird der Inhalt der Schüssel abgepumpt über eine Pumpe. Und diese Pumpe hat ein kleines, etwa 2 Euro Stück großes Gummistück dabei. Das ist wie so eine Art Herzklappe in unserem Körper, die dafür sorgt, dass der eine Wasserstrom gesperrt wird und der andere Wasserstrom sauber durchlaufen kann. Das macht ein Umstellhebel. Dieses Gummistück kann eines nicht ab und das sind feste Gegenstände. Wenn man sein Klo schnell zusetzen möchte, mit großen aufwendigen Reparaturarbeiten, dann schmeißt man etwas ins Klo, was der Körper vorher nicht ausgeschieden hat. Ich kenne niemanden, der sein Klopapier aufisst. Klopapier hat man nicht ausgeschieden, also wirft man es nicht ins Klo. Wenn man umgekehrt Spezialklopapier kauft, sehr dünnlagiges Zeug, dann kann man sich das genauso gut gleich schenken. Ich würde vernünftiges Klopapier kaufen und das danach in den Müll werfen, um Verstopfungen oder eine Fehlfunktion dieser Gummidichtung schlicht zu vermeiden. Ansonsten gilt, viel hilft viel. Pumpen, pumpen, pumpen. Es ist ein langes Schlauchsystem mit einem Siphon und der ganze Salat muss buchstäblich einmal erstmal richtig durchgepumpt werden.